Lady Maynev. It is not far off now. A world in which there is no need for fear. The hour draws near. Our will shall soon be done. First, there is the matter of the Monado. Our victory can only be assured if we destroy the Monado before it's too late. I sense your existence. I know you are alive. Zanza, the hour is upon us. Your time has come. Shulk. Shulk. Who's calling my name? Shulk, you have acquired the ability to glimpse the future. The ability to understand the law of causality as decided by a higher power. A higher power? Like the Bionis? Why do you desire to change the future? Why do you wish to act against their will? I do just as anyone would do. It is natural to want to change an unhappy future. If that is their will, then I choose to fight. If that is what you wish, Shulk, then you must find your Monado. My Monado? Precisely. The one true Monado. You can't do that. Because you aren't here. Not anymore. Is everyone okay? Yeah. That was a close one. I mean, how on Bionis did we survive that? We seem all right. I don't know. It could be that we were just lucky, but I'm sure there must be more to it than that. You were protected by the power of Lady Maynev. Who's there? A machina. Are you... Vanaya? Vanaya? Does that mean you're Mikol's daughter? I am glad you are safe, Lady Maynev. Lady Maynev? That face was sent to destroy you. I am truly happy you are all right. You're lying. Gaddo would never try and hurt us. Sadly, his home's memories no longer remain. The current faces are nothing more than weapons designed to annihilate all life on Bionis. It can't be. Faces are created by directly integrating the brainstem and metabolic organs of Homs into Mekon. Memories and emotion are nothing but a hindrance to an effective weapon. However, the early faces were experimental. Many retained memories from their former lives. This prevented them from executing their missions effectively. More recent faces have had all memories of their previous lives completely erased. Is that because of me? No, it is not your fault. Munkar seems the more likely candidate. His attachment to us was too strong. You could say it caused his destruction. That sword one and all. You are correct. No,
It's not true. Oh, my Gaddo. Sharla? Explain it to me. I mean, why does Egil want to make us into Mekon? What's the reason for all this? In order to counter the Monado. I knew it. The Monado is ineffective against the Hyentia, the Homs, against all races of Bionis. Egil suffered a bitter defeat in the battle 1 year ago. After that, he theorized that he could counter the Monado by integrating organic life from Bionis. Of course. Initially, the Monado couldn't take a Hom's life. It can now, though. It could not harm those who share the blood of Zanza. That was its sole weakness. But Zanza lifted that constraint. Those who share the blood of Zanza? Who is that giant? The progenitor of the Homs. Him? And once the friend of my brother, Egil, before they became sworn enemies. It was Zanza who devastated Mekonis. What? Wow! Look at that! Are they the Havarers? They're the latest anti-Mekon weapons, designed by Lorathea and the Ministry of Research. What a glorious sight. The coming together of all the peoples of Bionis. Yes, sir! This is how it should always have been. Then perhaps Father would not. Your Highness! We are fortunate that Dixon informed us of the enemy's new weapon. Our defenses are ready. Today, we start our campaign against Galahad Fortress. Just beyond the fortress lies the Imperial capital of Mekonis. This is a battle to determine not just our own fates, but the future of all life on Bionis. We fight for future prosperity and the glory and honor of all. Troops! Advance! Are you saying that Zanza is to blame for Mekonis' devastation? It's Zanza's sword that I'm using. Does this mean we're enemies? And if so, why are you... Shulk, calm down. Sorry, I will take you to the Mekonis capital, Agniritha. Is that your plan? Lead us straight to the gates of our enemy? Deliver us into Egil's hands? It will be quicker to show you than to explain. Then you will understand the history of Mekonis, and the battle between the two titans. Up ahead is a lift that leads to the central factory. Within the chest of the Mekonis. The capital, Agniritha, lies just beyond there. What the hell is going on? Das Spiel geht jetzt richtig ab. Also jetzt nochmal. Es geht noch eine Ebene mehr ab als sonst schon, so. Halt damn, einfach nur. Seht euch das riesige fucking Ding an. Und das war damals auf einer Wii, Alter. Das ist halt so crazy. Emendo, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und viel Spaß mit Mario Odyssey. Ey, Mario Odyssey Replay, wann? Einfach. Muss einfach sein, Alter. Es muss einfach sein. Es muss einfach sein. Es muss alles sein. Warte, ich kann an der Seite langsliden. Jetzt geht es plötzlich doch. Ah, nee, ich muss dafür nach da hinten, oder? Boah, warte. Machen wir das so.
Du hast Replay-Verbot. Bitch, ich spiel, was ich möchte. So, es war so, so am Rande einfach. Wenn ich Bock habe, Tiffany's Big Titty Adventure zu spielen, dann mache ich das, okay? Als ob ich mir da irgendwas sagen lasse. Das ist so fucking imposant. Holy shit. Ich kann einfach nicht. Ich muss einfach diese komischen Erotic-Spiele spielen, die Pandora immer spielt. Diese komischen... Wie heißen die denn? Ich weiß, ich hab vergessen, wie sie heißen. Diese Ariane-Spiele, Mann. Weißt du, die müsste ich eigentlich spielen. Dann so live on stream zensieren, einfach. Das wäre schon ein bisschen fucking witzig, eigentlich. Aber irgendwie auch nicht. Daher, lass mal lieber. This is the central factory within the chest of the Meconis. Can you see the ring up ahead? At the base of that ring is a transporter that leads to Agnirotha. We must first head there. This place is full of autonomous security, Mekon. Tread carefully. Don't tread on me. Ja, ich gehe mal davon aus, dass Sexgames auf Twitch leider verboten sind. Daher. Warte, ich muss hier gar nicht lang. Ich muss eigentlich nach da unten. Also irgendwo hier. Ich erinnere mich an diesen Part. Der hat fucking lange gedauert, glaube ich. Und ich war sehr froh, als ich hiermit vorbei und fertig war. Hiermit vorbei war. Ich habe mal geschaut, ob es die Final Fantasy Filme auf Twitch Prime gibt und es gibt sie leider nicht auf Twitch Prime. Jetzt hätte ich einfach gesagt, komm, wir setzen uns hin und gucken uns einfach alle Final Fantasy Filme an. Das hätte ich cool gefunden, so. Ein OnlyFans-Account nur für die Ariane-Spiele, aber dafür unzensiert. Wie viele Punkte würde ich Xenoblade geben? Von 1 bis 10. Locker eine 9, aber du musst Story mögen. Wenn du keine Story-Spiele magst, wirst du mit dem Spiel nicht glücklich werden. Muss ich jetzt nach oben oder nach unten? Ich muss nach unten, okay. We're under too much pressure here. Don't give up. I'm right next to you. Ich gebe dem Spiel einen Punkt Abzug, weil es technisch einfach nicht so geil ist. So, ich finde, das hätte halt... Das ist ein fucking Wii-Spiel eigentlich. Das hätte locker mindestens 720p sein müssen, wenn nicht sogar 1080p. Aber es ist so ein komisches, fluktuierendes Ding, was ich super komisch finde. Das gibt halt einen Punkt Abzug, aber ansonsten ist es einfach großartig in jeder Hinsicht. Love it so much. Möchtest du für immer spielen? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich froh, wenn ich mit durch bin. Aber irgendwann spiele ich es nochmal durch.
In 1080p 60 FPS maximale Details, 4K. 1080p. 120 FPS 4K. .com. Versteht ihr? Das ist doch alles, was ich möchte. Ja, das Spiel ist halt auch übelst lang. Aber das ist halt auch das Coole. Also, es hat einfach so eine vielschichtige Story, die einfach immer krasser wird, je weiter du spielst. Ich hab mega das Déjà-vu gerade. So, dann wollen wir mal. Also ich finde es weird, wenn man mit diesem Teil nichts anfangen kann, aber den zweiten Teil mochte, weil ich finde den hier wesentlich besser, weil er halt nicht so übertrieben krass Anime ist. Und einfach die Story so viel besser, finde ich. Ich sehe gerade, dass Android und Turbopal subscribed haben, vor Ewigkeiten schon. Und ich habe das voll verpasst, was mir sehr leid tut. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Er hat mich einfach langsam gemacht, die Bitch. Ich dachte, ich könnte hier irgendwo rein, aber irgendwie anscheinend nicht. Und jetzt wieder nach draußen. Whee! Nice. Erstmal beide Beine brechen. Thank you.
Könnte aufgesprengt werden, sehr gut. Aber ja, das hier zieht sich halt schon so ein bisschen. TBH. Rudi, steh auf. Ja, bitte. Deswegen habe ich diesen Part hier fucking gehasst und deswegen erinnere ich mich auch so unterbewusst daran, weil das einfach super lange dauert und du irgendwie fünfmal durch diese Anstalt hier hin und her rennen musst. Halt für so ein paar scheiß Explosionssachen, schmeiß doch einfach Ryan dagegen, dann fällt das auch alles zusammen. So, es ist halt einfach so. Ich bin sehr verwirrt, wo ich lang muss. Ja, zumindest fliegt darüber. Ich glaube, genau, das ist der. Ich habe einfach mega Bock auf so ein McDonald's-Eis. Mm. Was würde ich nicht dafür geben? Sag mir nicht, wir haben das fette Ding gerade angegriffen. Aber wir haben das fette Ding angegriffen, oder? Und deswegen macht er jetzt so einen Stress hier. Oh mein Gott. Aber wir treffen ihn zumindest. Das ist was Gutes. Erstmal Hacke töten. Oh fuck you, Alter. Jetzt töten wir. Ah ne, er ist tot, okay. Ich dachte gerade so, no! Du haust nicht einfach ab und dann ist er gestorben. Tja, RIP, I guess. Ich habe nicht gesehen, wie viel XP ich bekommen habe. Kann ich dich noch bestellen? Nein! Nur bis 22 Uhr und jedes Mal wieder vergesse ich's. Aber ich hatte heute schon Fat Pizza, Alter. Ich kann nicht nochmal. Ich kann nicht nochmal so. Geht nicht. Ich muss ein bisschen mal achten, dass das hier mal wieder ein bisschen nach unten geht. We can't lose. Make it a swift victory. Let me at him. Das geht immer. Vor allem ist aber halt auch der Fall und das Ding von wegen, ich kann zu McDonald's gehen und mir einfach so
so crappy Fertigeis kaufen, oder ich könnte mir einfach Eis selber machen, was einfach so viel besser schmecken würde. Wo rennt ihr schon wieder hin, Alter? Warum sind die so? Mann! Seid ihr dumm? Let's focus our efforts. Fucking weird, an. Was ist los? Das ist das zweite Mal, dass es passiert ist, dass die einfach den fucking entferntesten Gegner auf der ganzen Map anvisieren und dann einfach rüberrennen, so. Das ist halt... What is happening, Mann? Ey, Eis selber machen dauert 5 Minuten. Das ist halt echt nicht schwierig. Also halt wirklich nicht. Du brauchst einfach nur die richtigen Sachen dafür. Kippst du alles in den Topf, rührst das um, heizt es einmal auf und dann ist es fertig. Dann musst du es einfach nur noch in den Kühlschrank stellen. Also halt je nachdem, wie fluffig du es haben möchtest, muss es dann zwischendurch immer noch mal so ein bisschen umrühren, aber wenn du halt einfach sagst, bla, fuck it, ich möchte kein fluffiges Eis. Easy, so. Easy peasy. Was ist das hier für ein Quatsch? Ach, warum soll ich nach hier? Muss ich nach hier unten? Finden wir es heraus. By the way, ich habe mir einen Everdrive gekauft für meinen Nintendo 64, weil ich irgendwann den perfekten Nintendo 64 haben möchte und ich bin so kurz davor, ihn zu haben. Es dauert nur noch ungefähr 6 Monate. Und den habe ich mir über eBay gekauft und der Typ hat heute gefragt, ob es mittlerweile angekommen ist und ich meine so, nee, leider nicht. Jetzt habe ich mir den Everdrive noch aus so einem anderen Laden geholt. Und dann meinte er so, ja, ist verständlich, wenn das halt echt nicht ankommt, dann kriege ich mein Geld zurück. Was ich sehr fair finde, weil ich hatte das nicht gemacht, aber er schon, er ist ein good boy. Entsprechend, ja, kriege ich anscheinend mein Geld zurück, finde ich sehr gut. Und er hat hoffentlich auch die Lektion gelernt, die ich lernen musste, dass du keine fucking Päckchen verschickst, weil Päckchen einfach so scheiße sind, Mann. Kauf dir einfach immer ein Paket. Ich meine, verschick's einfach immer als Paket. Hast Tracking, hast versichert bis 500 Euro. Mega nice. Alles ist super und alle sind glücklich. Halt, verschick so ein Päckchen nur, wenn du irgendwas hast, wo es dir einfach egal ist. Einfach. Päckchen gleich kleines Paket. Ja, das Ding ist, DHL hat einmal Päckchen und einmal Pakete. Und Päckchen sind halt so kleine Sendungen, die du halt wenn du eine DVD verschickst oder sowas. So, das kommt halt in so ein Päckchen einfach rein. Das Problem ist, dass der Typ halt ein 160-Euro-Gerät mit dem Päckchen verschickt hat. Das ist halt so ein bisschen Dump einfach. Und das Schöne ist, so ein Päckchen kostet halt nur 3 Euro versus, ich glaube, 5 oder 6 Euro für ein Paket. Aber wenn das Päckchen halt einfach weg ist, ist halt einfach weg. So, du kannst es halt nicht tracken. Es ist einfach weg dann. Und das ist anscheinend mit meinem Everdrive passiert. Der ist einfach fucking verschwunden. So, der ist einfach weg. Punkt. Und ja, dann habe ich dem halt auch gesagt, so das nächste Mal einfach drauf scheißen und einfach Paket machen. Halt, nehm die 5 Euro Liefergebühren extra. Das ist es für beide einfach wert. Genau, Päckchen ist theoretisch das, was man einfach in den Briefkasten werfen kann. Ein Paket musst du halt auch annehmen. Und halt, wie gesagt, Paket ist immer besser, finde ich. Besonders halt, wenn du jetzt so einen Fall hast wie bei mir, wo es halt jetzt einfach scheiße ist, so. Weil ich komme mir natürlich auch dumm vor, wenn ich dem jetzt sage die ganze Zeit, hey, das kommt halt nicht an. So, weil ich kann ja sein, dass ich den einfach anlüge, weil der hat halt kein Tracking, so, der weiß es halt nicht.
So, der hat keine Ahnung. Vielleicht bescheiße ich den ja auch nur. Vielleicht habe ich das ja doch bekommen und sage einfach, nee, es kam nicht an. Und dann habe ich einfach zwei hier rumliegen, weil ich fucking Witzfigur bin. So, keine Ahnung. So. Und... Oh Mann, es tut mir halt voll leid für den. Weil ich genau weiß, wie sich das anfühlt. Weil ich das halt auch schon durchgemacht habe, dass ich was verschickt habe, einfach zu billig war, ein Päckchen genommen habe, war das Päckchen weg. Oder vielleicht war es auch nicht weg, keine Ahnung. Auf jeden Fall kam es halt nicht an. Und muss ich dem Dude auch sein Geld wiedergeben. Und dann haben wir das irgendwann nochmal gemacht. Dass wir, glaube ich, irgendein Spiel oder so verschickt haben, als wir auf eBay verkauft haben. Und da hat der Typ dann auch gesagt, warum kommt denn das nicht an? Und das war halt schon so eine Woche unterwegs. Und ich denke mir jetzt so, hey, das haben wir doch abgeschickt. Haben denen so gesagt, warte nochmal so ein, zwei Tage bitte, bevor wir gleich irgendwie Stress machen. Und dann hatten wir halt voll Glück, dass das Spiel in den ein, zwei Tagen tatsächlich noch ankam. Und dann habe ich mir auch gesagt, fuck it, Alter, das ist den fucking Stress nicht wert. Das ist es nicht wert. Nehmen einfach Paket, hast du Tracking, hast du versichert, alles super, alle sind glücklich. Boom, so. Komm, der ist fast tot, Alter. Wie kann er noch stehen, so? Dude. Päckchen werden zum Absender zurückgeschickt, wenn was schief geht. Ja, aber wenn es weg ist, kann nichts zurückgeschickt werden. Das ist ja das Problem. Geht, doch hier.